Ich wollte hoch hinaus und es ging gründlich in die Hose. Jetzt werde ich meine Items holen. Tja, du bist am Boden geblieben, ne? Hab ich. Ja. Ich guck gleich mal, aber ich muss meine Sachen holen, sonst sind die weg. Guck mal da in den Teich, da schwimmt auch noch ein bisschen was. In unserem Badesee. Ja, um es nochmal für die Leute zu erklären. Obwohl, ihr habt alle den letzten Part gesehen. Verdammt, ich brauche meine Schaufel, habe ich. Das war vielleicht ein seltsames Konstrukt. Hier überall in den Bäumen liegen meine Sachen rum, alles klar. Ah, oh, wie viele Blöcke entfernt muss ich das denn hier was, machen? Was, die sind verschwunden? Was, schon? Das vor meiner Nase. Das ist übel. Ah! Kann doch nicht sein. Wie lange halten die? 5 Minuten, sagst du? Ja, irgendwie sowas. Das ist echt schon so lange her. Ja. Das glaube ich nicht. Hast halt getrödelt. Na gut. Ah, meine Güte. So, was habe ich denn? Leitern? 22, das ist doch was. Die Karte habe ich noch. Und meine Schaufeln. Das ist jetzt kein Weltuntergang. Ich weiß nicht, was fehlt. Sieht spannend aus bei dir, aber das ist ein Creeper, der sich unserem neuen Haus nähert. Was? Er will sich einweihen, wenn du jetzt mal in die Oberfläche kommst. Da. Ah, perfekt. Sehr schön. Ich bin die Killermaschine hier. Unserem neuen Haus kommt niemand zu nah. Er wollte es einweihen mit der ersten fürstlichen offiziellen Explosion. Es steht nicht mal, er wollte schon ein Loch reinreißen. So. Noch auf dem Baumkron sind die ganzen Sachen verschwunden. Der Hammer. Wie das blöd ist, jetzt habe ich ja die ganze Zeit diesen Erdturm mitgebaut. Der macht überhaupt keinen Sinn mehr, weil ich jetzt das wegmachen muss. Brauchst du dir schon den Keller, oder was? Ja, ja, das ist ja der Sinn der Sache, dass wir das Lager schon mal haben. Dann können wir nämlich da gleich unser Zeug abladen. Und verschönert wird's dann im Laufe der Zeit. Aber das Grundgerüst muss halt schon mal stehen, damit es überhaupt die Chance hat, schöner zu werden. Also eine Dreizimmerwohnung hast du da für uns angedacht. Eigentlich ist es ziemlich klein. Ich habe gedacht, jetzt voll die Mega-Festung. Ja, wir werden das noch ausbauen, je nachdem, was wir so brauchen, was wir für Ideen für die Zimmer haben. Aber wir haben halt erstmal hier vorne das Nötigste, direkt am Lager, und der Rest ist ausbaubar. Mhm. Keller wird dein Heiligtum. Ja, ich bin so ein richtiges Lagertier. Ich kann nichts wegschmeißen. Ich bin mal gespannt, was du da treibst. Lass dich erstmal machen. Leute können ja an deinem Video gucken, wie du das gestaltet hast. Genau. Ich weiß nur, du machst es ziemlich episch mit den Truhen und allem. Ja. Wir freuen uns auf dein Lavabad. Was? Ja, wenn hier direkt um die Ecke Lava war, ist nicht unmöglich. Wo ist das denn? Ja, das stimmt allerdings. Schön, schön, schön. Gut, ja, Werkzeug machen. Mir bleibt ja nichts erspart. Eisen. Eisen. Gut, dann muss ich wieder ein bisschen mehr kommentieren, als wäre Singleplayer, weil du so vertieft bist. Ja, ich bin halt echt am Abmessen und Zählen innerlich. Und ich kann doch nicht die ganze Zeit hier sitzen. 1, 2, 3. Stimmt, also gut, übernehme ich das Ruder. Ein bisschen Oldschool-Feeling hier reinzubringen. So, ich muss jetzt erstmal gucken. Eisen, meine Güte. Dann brauchen wir Stöcke. Holzschwert? Was denn mit dem Holzschwert? Ist halt blöd. Ich wollte jetzt eine Axt zum Holz holen, aber wir haben gar nicht mal Holz, wo ich mir ein Werkzeug machen kann. Erbärmlich. Muss die Schaufel herhalten. Kenne ich nix. Timbermod. Das wäre so schön. Mit den dicken Bäumen hier auch noch. Oh ja.
Aber leider, leider, leider. Den Timbermod gibt es an sich so schon lange nicht mehr. Da gab es da zeitlang etwas, das nannte sich Treecapitator. Gesundheit? Ja, und was gab's da? War praktisch wie der Timbermod. Nur ein kleines bisschen, ja, hat zum Beispiel die Blätter automatisch gleich mit abgebaut, eventuell, je nachdem, wie man es halt eingestellt hat, dass man gleich die Setzlinge bekommt. Und konnte man auch nicht nur auf Bäume anwenden. Ging auch mit anderen Sachen. Immer Einstellungssache halt, ne? Ach so, dass man zum Beispiel die ganze Erde auf einmal oder was? Genau. Also das ich glaube, das war das. Also man konnte es einstellen, so jedenfalls. So, Eisenaxt. Hier beim Server haben wir sowieso ein anderes Problem, denn dann bräuchten wir hierfür nämlich Bucket. Und Bucket gibt es auch in der Form im Moment noch nicht für die 1.8. Weil der Mod muss ja dann auch serverseitig laufen. Hm. Na gut. Niemand weiß, wann diese Videos aufgenommen wurden. Deswegen, genau. Wenn die Version 2.9 schon aktuell ist. Damals, vor 20 Jahren. So lange wird es nicht dauern. So. Das Holz. Ich habe das Gefühl, wir sind ja im Pilzkönigreich. Der Wald ist voll mit so Riesenpilzen. Ja. Schade, dass ich jetzt nicht richtige Songs abspielen könnte. Bei dem Holz, was ich abernte, wird mir spontan Timber in den Kopf kommen. Den Song, kennst du? Ich bin musikalisch absolut nicht informiert. Yay. Hauptsache, du kannst Minecraft. Genau. Deswegen habe ich dich hier. Hauptsache, ich kann zocken. So. Wie viel mache ich denn? Jetzt nicht nur die ganze Zeit Holz holen. Schub, 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 schub. Hoch. Verbaut. Ich erwarte einen Wow-Effekt, wenn ich wieder bei dir bin. Dann muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich bin im Haus und hier kommt auf einmal... Also wir werden dann einen Tunnel graben von dem Haus zum anderen Haus. Zumindest mein Vorschlag so. Ja, auf jeden Fall. Weil hier kommen die Höhlengeräusche. Dann direkt einen Dungeon, einen Spawner, meine ich. Unter uns, das wäre doch auch nett. Definitiv. Dann könnten wir uns eine wunderschöne Monsterfalle bauen. So, was. So. Moo, moo, moo. Bertha geht mir echt auf den Keks. Also. Ja, sie hat ein sehr penetrantes Wesen. Moo, 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 moo. Du bist ja. Jetzt weiß ich, warum du weg wolltest. Ich habe voll die Aussätze beim Bauen. Die Leute müssen mir das echt verzeihen, wenn ich nachdenken muss. So. Das nicht genug Leitern sind, dann weiß ich auch nicht. Jetzt werde ich meine Mission beenden. Was ist denn hier los? Wird es bald dunkel? Nee. Bisschen Dämmerung, oder? Ja, so ein bisschen. Ich habe keine Schaufel mehr. Und ich habe auch kein Eisen dabei. Steinschaufel lohnt sich eigentlich fast gar nicht. Ich sehe schon die Sterne. Cool, ist noch hell und man sieht schon die Sterne. Ich habe auch nie so drauf geachtet. So. Ich bin verdammt hochgekommen, das kann man nicht anders sagen. Na?
jetzt mal die Aussicht genieße. Oh, wunderschöner Sonnenuntergang bei mir. Von hier oben. Das ist meine Aussicht. Ja, ich glaube, ich war einfach zu hoch einfach. Ja. So, jetzt noch zu Ende machen. It's getting dark. Hattest du eigentlich schon mal eine verzauberte Diamantschaufel? Bestimmt noch nicht, oder? Das klingt neu. Verzaubert. Ich höre. Hast du schon mal mit dem Verzauberungstisch gearbeitet? Ich glaube, das habe ich bestimmt schon mal gefragt, aber... Ja, richtig. Das hast du schon gefragt. Wie war denn die Antwort? Ich bin sehr basic, also... Okay, gut. Das wird bestimmt noch interessant in den Parts, wo du mit dem Verzauberungstisch arbeiten wirst. Definitiv. Wow. Es ist schön, wie ich jetzt auf der Leiter stehen bleiben kann, ohne Shift gedrückt zu halten. Irgendwie. Okay. Magic. Ich frage mich nur, ich kann mich nicht mehr lösen. Ich will jetzt auch nicht runterfallen, ehrlich gesagt. Ja, ich muss mich nämlich fallen lassen und wieder dran greifen an die Leiter. Das wäre jetzt nicht so. So, ich bin wieder oben. König der Welt! Euch einfach Fackeln dran, obwohl man die eh nicht sehen würdet. Ich mach das jetzt immer mal wieder. Ja, das gibt ja ganz neue... Oh, alles Lampen! Boah, bin wieder dran gefallen. Alles gut. Ich habe ein bisschen Angst um dich, muss ich sagen. Ich wollte außenrum irgendwie Fackeln machen, aber dann hält er sich nicht mehr fest und ist gestürzt. Aber der Fall ist so lange, dass ich wieder... Ja, ich bin einfach eine harte Sau. Verdammtes Glück mit Glück als Verstand. Ja. So, Pumps. Okay. Ja, mehr schlecht als recht, aber hey. Es hat funktioniert. So. War das jetzt so? Das muss reichen. So. Okay. Was mir eingefallen und aufgefallen ist, man macht es ja immer so schön in seinen Minecraft-Straßen und Städten oder an seinen Feldern mit den Fackeln irgendwie quasi wie Laternen. Ja. Mit irgendwelchen Blöcken, wüsste ich jetzt nicht wie genau. Glowstone. Ja gut, aber auch einfach zum Beispiel wie der Anfang eines Zauns und so und dann... Ja genau, also man macht halt Zaun. Den baut man halt nach oben statt zur Seite und dann hängt man da einen Glowstone dran oder eine Redstone-Lampe oder sowas. Weil du jetzt einfach nur die Fackeln hingepflanzt hast. Kann man bei Zeit ja auch verschönern. Genau. So, ich will da jetzt eigentlich noch mehr. Ich sehe von ganz unten sogar die obersten Fackeln. Und deswegen will ich eigentlich... So, halt dich fest. Halt du dich lieber fest auf deinem Turm. Ich rede ja mit mir selbst. Okay. Na, dann ist gut. Irgendwie ist dann es nicht, ist so, nicht gut, wenn ich jetzt so den Chat mal lese. Ja. Alles im Griff. Alles wie immer. Meine Güte, ich bin so blöd, die Leiter hochzugehen. Echt mal. Alles im Griff, außer die Leiter. Ne? Sogar im Gehege von Bertha liegen Sachen rum. Ich höre einen Enderman. Meinetwegen gehen wir eine Runde Haier machen, aber... Ja, der tut mir ja nichts, solange ich ihn nicht angucke.
Verdammt. Also die Leute können in die Kommis schreiben, das hat aber was Episches, wie es aussieht. Die Leute können in die Kommis schreiben, ja, wie machen jetzt am besten die Fackeln da dran? An der Außenseite meiner... Ja. Huch, was hab ich denn da fabriziert? Liegen denn noch Sachen rum? Das war doch nicht alles. Ich guck grad nochmal oben. Also wo sind eigentlich Hans und Jürgen? Ich weiß nicht. Weggelaufen? Laufen die so weit weg? Eigentlich nicht. Ich werde die mal suchen. Die stecken wahrscheinlich in der Ecke und Schläfchen machen. Da ist wieder einer, den ich anschauen könnte, wenn ich wollte. Ach, du bist schon wieder im Haus. Ja. Okay. Ach, hier liegen noch. Ach, sag doch so. Gut, ja, dann. Good night. Ich finde die Türen im Texture Pack voll toll. Ja, ne? Kann man durchgucken. Ja, voll schön. Regnet's? Komm, wir gehen nochmal schlafen. Nee, was ist das? Hä? Nee, es hatte gerade angefangen in der Nacht zu regnen und wir haben es halt geskippt durchs Schlafen. Passt rein. So, gucken wir nochmal kurz, was du da so hast, oder? Ja. Mir fehlt es halt noch an Kisten. Aber das ist doch mal, das ist doch mal. Das ist doch mal was hier. Und was willst du da alles reinpacken? Alles. Da kommen dann Bilder dran mit den entsprechenden Items, damit man immer auf einen Blick weiß, was drin ist. Ich glaube, wir brauchen später mindestens 3 Doppelkisten, nur um unseren Cobblestone unterzubringen. Stimmt. Ja, und hier in der Mitte kommen auch, wird auch alles voll? Nein. Dann gibt's hier einen Gang durch und dann kommt man dahinter zu Dingen, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Ein kleiner Teaser? Was du jetzt meinst? Ja. Nee, sag doch ein Teaser, was du meinst. Dinge, die ich nicht kenne. Netherportal. Ah, doch, da habe ich mich mal mit beschäftigt, also nicht selbst. Aber drin warst du noch nicht, ne? Nein. Siehst aber du? Bald, mit dir, oder? Genau. Episch. Das sieht doch mal, das ist mal... Das hat was. Okay. War's für heute, ne? Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Morgen wieder einschalten, Freunde. Ja. Daumen nicht vergessen. Bis dann und ciao. Ciao.